Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Nachdem ihr das Liga-Renn-Video von mir gesehen habt, gibt es heute was ganz Spezielles, nämlich einen kleinen Rundenvergleich aus dem Qualifying von meinem Teamkollegen Herkules und mir. Und wir beginnen direkt mit Start und Ziel. Hartes Anbremsen in die erste Kurve hier. Bremsen wir ungefähr gleich, haben auch die gleiche Linie. Interessant zu sehen, er schaltet hier schon in den vierten. Ich bleibe noch ein bisschen länger in dem vierten, um weit nach links zu kommen, was er nicht macht. Und jetzt schauen wir mal nach dem ersten Sektor. Wenn wir hier einfach mal das Bild anhalten, sieht man, dass ich schon unter dem Schild vorbei bin oder am Schild dran und er noch davor. Das hat den Grund, dass ich diese weite Linie genommen habe. Könnt ihr ja gerne nochmal zurückspulen. Und er nicht so weit nach außen wollte, vermutlich wegen dem Ungültigwerden der Runde. Und deswegen habe ich mehr Schwung rausgenommen. Ich habe auch in diesem Linksknick schon in den fünften Gang geschaltet, um früher Vollgas zu geben. Und ja, das habe ich gemerkt, ist so die Fahrweise, die da ganz gut funktioniert. Hier anbremsen, da bremsen wir relativ gleich innen über den Körper. Ihr merkt aber, ich bin ganz leicht vorne, auch hier über den Linksknick. Ich bleibe ganz gemütlich im dritten Gang, gebe jetzt auch Gas im vierten Gang. Und er ist da frühzeitig in den vierten, um schon Gas zu geben. Und ich bin da auch schon wieder bei diesem Expo-Schild und er ist noch ein bisschen weg. Und verliert dementsprechend in den Kurven. Und jetzt kann man es ja auch sagen, er war ein bisschen schneller auf der Geraden, weil er einen Flügel weniger hatte. Das heißt, ich hatte den Vorteil in den Kurven. Und jetzt gucken wir mal das Ganze, wie das oder welche Auswirkungen hat auf der Geraden. Und wenn wir dann nämlich gucken, also an sich sieht es natürlich gleich schnell aus. Er hat aber schon ein bisschen aufgeholt. Und jetzt hartes Anbremsen, da verliere ich in Formel 1 2020 leider immer noch ziemlich viel Zeit. Man sieht es auch, am Innenkörper ist er fast wieder dran. Jetzt die wichtige Beschleunigung. Nehmen wir beide relativ gleich. Ich bin allerdings noch ein bisschen weit vorne. Und bevor wir jetzt in den letzten Sektor gehen, gucken wir mal. Ich bin schon am Körper angekommen, er ist noch davor. Also ich habe es über die Kurvenspeed noch retten können. Und jetzt kommt natürlich der Sektor, wo ich eigentlich nochmal besser sein müsste, denn wie gesagt, ich hatte einen Flügelklick mehr, somit liegt das Auto besser in den Kurven. Und jetzt gucken wir mal, was im dritten Sektor so passiert. Und hier auch vom Anbremsen her, die Kurve nehmen wir gleich, er kommt ein bisschen spitz weit raus Richtung Mauer, deswegen ist meine Speed hier ein bisschen besser und ich kann schneller um die Kurven. Hier schalte ich immer in den fünften, er schaltet relativ schnell den sechsten, kann so mehr Speed mitnehmen. Aber ihr seht es schon vom Fahrverhalten, ich bin ein bisschen vorne, jetzt anbremsen auf die vorletzte Kurve, holt er nochmal gut auf. Hier gehe ich relativ schnell in den vierten für die Traktion und das war unser Rundenvergleich aus Vietnam. Weiteres folgt demnächst, danke fürs Zuschauen und bis dahin, ciao, ciao.